Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Entwickler-Pages Tutorial-Serie Spieleentwicklung mit Unity. So, in der letzten Folge haben wir uns hier mit Materialien, mit physikalischen Materialien beschäftigt. Und in dieser Folge wollen wir eine Art Unterserie anfangen. Und zwar, um die Unity-GUI kennenzulernen. So, was ist das Ganze? GUI steht erstmal für Graphical User Interface. Wenn man es jetzt direkt übersetzen würde, würde das heißen grafische Benutzerschnittstelle. Schöner finde ich den Ausdruck grafische Benutzeroberfläche. Und zwar, ja, wie erklärt man es am besten? Das ist Menü. Ja, das ist die Möglichkeit, wenn ich das hier mal starte, ein Knöpfchen hier. Na, Text haben wir jetzt hier nicht, doch hier Scene, Game, Text da. Ein Bild von einem Pferd hier. All das ist möglich mit der Unity-GUI. Wir können also Texturen anzeigen, wir können Knöpfe überall hinknallen und ja, das will ich euch jetzt hier näher bringen. Um die Unity-GUI zu... Huch, hier gibt es ein... Ja, klar. Ich habe gerade ein Experiment, also ich habe das gerade eben schon gemacht, das Video muss mal neu anfangen, weil ich einen kleinen Fail hingelegt habe. Aber wir machen jetzt richtig weiter. Dazu brauchen wir jetzt erstmal eine neue Klasse. Die nenne ich diesmal nicht GUI, sondern GUI Test. Einfache C-Sharp-Datei. Zoome ich jetzt nicht ran, das Prozedere kennen wir ja. Das Ding hier löschen wir, speichern wir und dann können wir anfangen zu programmieren. GUI Test. So. Wir brauchen jetzt erstmal eine Funktion, die wir noch nicht kennengelernt haben. Sie heißt onGUI. Achtet hierbei bitte auf Groß- und Kleinschreibung, denn C-Sharp ist case-sensitive, das heißt, wenn ich das U jetzt hier kleinschreiben würde, würde das nicht mehr erkannt werden, weil es eine andere Funktion ist. Okay. So. Übrigens, das Ganze wird jetzt nicht nur in dieser einen Folge abgehandelt werden, wir werden mehrere Folgen dazu machen müssen, weil es einfach so ein umfangreiches Thema ist. Heute schauen wir uns nur die kleinen Basiselemente an, um so einen kleinen Vorgeschmack von der GUI zu kriegen. In den nächsten Folgen werden wir uns dann mal mit den Innereien ein bisschen mehr beschäftigen. So, okay. Ich würde sagen, wir fangen mit dem alten Beispiel an. Unity stellt uns eine Klasse zur Verfügung, die heißt GUI. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, sehen wir, dass hier noch ganz viele andere Klassen vorhanden sind. Vor allem mit GUI Layout werden wir uns auch noch beschäftigen. Aber jetzt fangen wir erstmal mit dem ganz einfachen GUI an. So. Diese Klasse stellt uns einige statische Methoden zur Verfügung, die wir benutzen können. Und ja, das sind wirklich einige. Wir brauchen an dieser Stelle erstmal GUI.label. So, jetzt haben wir hier einige Einstellungen, die wir machen können. Erstmal können wir ein sogenanntes Rect erstellen. Das gibt die Position an. Das erstellen wir mit New Rect. Und jetzt müssen wir hier den Abstand zur linken Kante, den Abstand zur oberen Kante, die Breite und die Höhe angeben. Das Ganze mache ich mal mit 20, 20, nehmen wir hier mal 200 und 50. Na, muss man mal nachträglich ein bisschen anpassen. Es gibt auch grafische Editoren, um solche GUIs zusammenzubasteln. In den meisten Fällen ist es einfacher, sie per Skript zu schreiben. So, Klammer schließen, damit ist das Rekt fertig, also die Positionsangabe. Jetzt kommt ein Komma und jetzt können wir hier den Inhalt definieren. Hier sehen wir schon GUI Content, das benutzen wir nicht. Wenn ich jetzt nach oben oder nach unten gehe, können wir hier auch ein Bild reinsetzen. Sehr praktisch. Ja, damit kann man zum Beispiel eine Lebensanzeige hinkriegen. Danach können wir hier einen Text reinsetzen, das werden wir gleich machen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, noch hinten einen GUI Style reinzusetzen. Das werden wir uns vermutlich in der nächsten oder übernächsten, vielleicht auch erst in 3 Folgen ansehen. Das wird auf jeden Fall noch kommen. So, hier schreiben wir natürlich ganz alt und bekannt Hello World rein. Speichern das Ganze und starten das Spiel. Ich habe das Skript übrigens schon auf die Main-Kamera gezogen. Und wir sehen jetzt hier in der linken oberen Ecke Hello World. Ich habe den Cursor noch immer dran. Mit anderen Worten, Unity GUI funktioniert. Oder Mono. Unity hat es meiner Meinung nach extrem
extrem genial gelöst. Mit Opt vielleicht nicht unbedingt gerade das ultimative System für normale Programme, aber mit Sicherheit für Spiele äußerst optimal und für Einsteiger höchst freundlich. Wir brauchen nämlich nichts anderes zu machen, als den Rückgabewert zu prüfen. If GUI-Button. Und jetzt können wir hier unseren Inhalt machen. Hier mache ich einfach nur Debug. Huch, Debug.log rein. Hallo. Das war's. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, das starte, dann sehen wir unten in der Konsole jetzt hier, das werdet ihr jetzt vielleicht sehen, dass hier so ein paar kleine Punkte drin sind. Aber es funktioniert. Das ist also wirklich so, viele Objekte geben einen Rückgabewert zurück. Und der bestimmt den Status. Das heißt, wir müssen jetzt hier keine Objekte instanzieren. Also das heißt zum Beispiel New GUI Button und dann hier die ganzen Eigenschaften reinsetzen, das alles einem Fenster zuordnen und riesige Hierarchien zusammenbasteln. Nein, wir können einfach alles per simplen statischen Funktionsaufruf machen. Und das finde ich ziemlich genial. Damit ist ein riesiges Potenzial möglich. Und ja, wir haben hier noch einige andere Eigenschaften, zum Beispiel Text Area oder Textbox, die geben uns einen String zurück, der den Inhalt darstellt. Und indem wir es einfach, ich sag mal, schleifenmäßig wieder zurück einfügen, ist es dann möglich, dass man daran bearbeiten kann. Ich glaube, das demonstriere ich noch einfach simpel. Wir brauchen dazu einen Private oder Public String. Der muss auch wirklich statisch oder in der Klasse vorhanden sein. Das nenne ich jetzt hier Text. Und wenn wir jetzt hier GUI. Also erstmal Text gleich. GUI.Text. Field oder Area. Area sind hier diese großen Bereiche. Field sind die ganz normalen Textfelder. New Rect. Was nehmen wir denn hier? Jetzt sind wir schon bei. Machen wir auch mal wieder 20. Das wären dann da 130. Machen wir hier mal 140. 200. Und hier nehmen wir mal als Höhe 20. Und da nehmen wir. Genau, da kommt jetzt unser Text nochmal rein. Brauchen wir sonst noch was? Eigentlich nicht. Das würde reichen. Wenn wir es jetzt starten. Huch, da gibt es einen Fehler, weil ich was gemacht habe. Ach, ich fürchte, ich weiß, was das Problem ist. Text muss im Vorhinein schon initialisiert sein, sonst gibt es da Probleme. Also müssen wir es so machen und dann starten. Und da ist sie, die Textbox. Ich muss sie nur treffen mit dem Cursor. Habe ich sie jetzt? Nee, ich habe sie noch nicht. Nö. Würdest du mal würde. Jetzt habe ich den gedrückt. Und jetzt. Ich glaube, ich wechsle nochmal ganz kurz den Cursor. Ich prüfe hier nochmal nach, ob ich auch wirklich das Richtige gemacht habe. Ja. Wo war das? Edit, Project Settings, Player. So, und du kommst da raus. Das geht ja gar nicht. So, wenn wir es jetzt starten, dann kann ich hier reintippen. So. Und das wird halt dadurch, wenn wir es jetzt logisch betrachten, wir geben einen Text rein, der wird angezeigt und er kann bearbeitet werden. Wenn er bearbeitet wird, wird er einfach wieder zurück reingefügt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier plus gleich a reinsetze, dann wird zu dem Text, was wir geschrieben haben, noch ein a rangehängt. Und wenn ich das jetzt starte, hängt einfach bei jedem Frame ein neues a hinein. Wenn ich jetzt ein v reinsetze, bleibt das aber an der Stelle noch stehen, weil das ja einfach nur zurückgegeben wird. Mach es mal wieder weg. Und das ist schon ziemlich genial. Das gibt es halt für viele der Objekte. Es sind aber noch ganz andere Konstrukte damit möglich. Und das werden wir uns in den nächsten Folgen ansehen. Ja, das war jetzt auch nur eine sehr kurze Folge, um euch das Ganze hier mal ein bisschen näher zu bringen. Ich werde mal sehen, ich werde wahrscheinlich hier nicht sehr viel reinzoomen. Aber ich dachte mal so als kleines Intro, damit ihr schon mal wisst, worum es in den nächsten paar Folgen gehen wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und denkt daran, neueste Folgen werden immer getwittert. Ja. Auf @Entwicklerpages. Link ist auch in der Beschreibung. Danke fürs Sehen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!